Wetter? Kunstrasen. Ey, jetzt fängst du langsam an abzuschalten hier um dein Gehirnzellen, oder was? Ich glaube, ich spinne jetzt. Jetzt ist alles vorbei bei dir. Was willst du mit Kunstrasen? Hast du eine Waffe, die alles umzugraben, oder was? Wir haben bei dem Spiel Löcher im Boden gemacht. Wilfried, komm eben her. Ja, dann kannst du mal die Löcher zustoppen und dann ist das gut. Bist du ja nicht wahnsinnig, hier alles umzugraben, oder was? Wilfried. Hey, wo kannst du denn mitmachen? Wir wollten hier Kunstrasen ansehen. Ja, Kunstrasen. Warum machst du so Blödsinn mit? Du hast doch keine Ahnung von. Da hast du keine Ahnung von. Nee, jetzt werden die beide so ein bisschen ökologisch hier oben gedenkgeschwungen, oder was? Nein, das ist dafür. Hier wird der neue Rasen angesehen. Wenn da Stücke kaputt sind, können wir ausstechen, da ausstechen, dann wieder rein. Ja, du. Dann kannst du auch mit Sand umfüllen. Muss ich hier einen Stuhl hinholen und mich hier hinsetzen und aufpassen, was ihr hier noch veranstaltet, oder was? Kommst du im Dings am Mittag hierher und dann graben sie den ganzen Platz um. Ihr macht doch, was ihr wollt, ihr beiden. Udo, das ist clever, was wir machen. Was ist das? Clever. Wilfried und ich haben uns das überlegt. Ja. Und das ist eine gute Lösung. Ja, auf so eine Idee wärst du gar nicht gekommen, weil du mit deinen stinkenden Hobbitfüßen einfach die Löcher auf den Platz zutrittst. Ich hobbit dir gleich ein. Aber dann tut's aber Hobbit weh. Ich hab sogar Gummistiefel an. Ja. Das soll nur was zeigen, dass du arbeitest. Mehr ist das nicht. Ich hab gearbeitet. Ja. Ey, das wird so wieder zugemacht und vernünftig gemacht wieder. Wir haben uns da Gedanken drüber gemacht, Udo. Ihr beiden mit Gedanken. Seit wann könnt ihr denken? Seit ihr geboren sind. Ja. Ich denke, wenn das der Vorstand sieht, das sind eigentlich Radfahrwege-Parkplätze. Ist es nicht. Jetzt ist das Kunstrasen. Ja, Kunstrasen. Wilkes was? Kunstrasen. Ja, Wilkes Kunstrasen. Dann hau dein Schild dran. Den Korbdus auf. Wilfried und ich züchten jetzt. Ja, ich züchte euch gleich meine Faust zwischen die Ohren. Das züchte ich euch gleich. Udo, ich habe das 1A ausgemessen. Das wird jetzt ausgehoben. Nur, wir haben den Treckerschlüssel nicht gefunden. Du musst jetzt den Trecker holen und das eben alles hinten auf den Trecker draufschmeißen. Und damit Arschlecken, 3,50. Und wenn ihr 100 Mal hin und her fahrt, das ist mir sowas von egal. Weil das mag ich nicht weg. Dann kommst du hier her und dann bin ich bestimmt. Udo, das ist eine gute... Udo! Was? Das verstehst du gar nicht. Nee, das kann ich auch nicht verstehen. So ein Blödsinn. Was ist daran denn Blödsinn? Was soll so blöd? Da kannst du mal Sand auffüllen und dann Gras da drüber. Das kommt doch. So ein Blödsinn. Wilfried und ich waren heute Morgen im Baumarkt. Erstens, ich habe mir ein neues Hemd gekauft. Das ist ein Arbeiterhemd. Arbeiterhemd. Das wird bei dir eh nicht schmutzig. Und Mutterbohnen Grassaat Turbo Grassaat. Doppelt ummantelte Nährstoff Turbo Grassaat. Für Sportplätze. Ey, wo hast du das denn weg? Google. Ey, dein Google ist hier oben schon durchgebrannt, weil du jetzt nur noch, seit 2 Wochen redest du nur noch über den Scheißrasen. Und der sieht wunderbar aus, seitdem ich da am Arbeiten. Ja, hol dir doch gleich die nächste Schafe, das ist auch Kunst. Kunst, Udo, mit T. Ja, Kunst. Kunst. Ja, Kunst. Ich kunst dir gleich an. Das ist hier der Wahnsinn. Ich drehe hier noch komplett am Rad. Seit ich dich und der dann mit reingekommen ist, mein Bruder. Und André auch noch. Den hast du auch ja schon so weit gezüchtet. Das ist auch schon Kunst, was ihr drei hier macht. Aber mir saß gerade mit Bienchen auf dem Sofa. Schön lecker Tastee. Und da kommst du hierher. Hochdeutsch, Udo. Und da kommst du hier. Nochmal von vorne erzählen. Ich saß gerade nach der bisschen Arbeit. Bisschen glücklicher. Ich saß gerade nach der Arbeit mit Bienchen auf dem Sofa zu Tasse Tee trinken. Ich hau den gleich so glücklich ein. Nee, das kannst du so nicht. So, jetzt nochmal auf. Nee. So normal. Nee. Also, ich saß gerade mit Bienchen so glücklich auf dem Sofa zum Tasse Tee trinken. Dann kommst du hier auf dieser Sportanlage. Ich saß glücklich auf dem Sofa und sie ist so ein Elend. Ich finde, das habe ich toll gemacht. Ja. Das ist doch ein Elend. Nee, das, ich verstehe das nicht, warum du dich aufregst. Das begreift doch jeder. Der Sportplatz war am Sonntag so kaputt, da waren so tiefe Löcher drin. Richtig? Ja. Richtig? Nö. Ja, klar waren da Löcher drin. Bist du blöd? Die paar kleine Löcher. Oh, hallo, dann wollen wir mal jetzt hingehen. Das zeige ich dir jetzt mal. Hallo, hallo. Hier, Loch. Ja. Du warst selber bei dem Spiel dabei. Hier sind viele tiefe Löcher. Guck dir das mal an, was wir jetzt alles gestopft haben. So, und jetzt kommt nämlich der Clou. Guck dir das eben an. Das haben wir alles neu angefüllt. Riesenlöcher, weil die alle mit ihren krummen Beinen hier Löcher reingestumpt haben. Das weißt du auch. Ja, das stimmt. Wilfried und ich haben uns dann gedacht,
wir züchten jetzt unseren eigenen Rasen, den können wir meinetwegen Udo nennen. Und den nehmen wir jetzt zum Beispiel bei so einem tiefen Loch wie hier, wenn du das nicht mehr reparieren kannst, dann kannst du das Stück hier ausstechen mit dem Spaten, stichst hinten ein neues Stück Udo-Rasen aus. Udo-Rasen steckst du dann hier rein und den kaputten Rasen steckst du wieder hinten in die Fläche zum Neuwachsen. Geil oder geil? Ja, beide so ein an der Barbe. Also wirklich, geil oder geil. Ey, da hätte ich jemanden gefragt, bringst mir einen Rollrasen, hätte ich da hingelegt. Ich will aber meinen eigenen Rollrasen. Ja, dann ist das nämlich. Du kommst jetzt gerade auf den ökologischen Weges, ja. Müllwagen. Ja, wir kommen Döner an den Bieb. Also ihr beiden, ihr seid wirklich, ihr seid Fischerschisten oder wie heißt das noch? Was? Rasenfischerschisten oder was das ist. Was? Rasen. Fetischisten. Ja, Fetischisten. So, so weiter. Jetzt im ganzen Satz. Ihr beiden seid Rasenfetischisten. Ja, ist so. Du siehst so gelähmt aus. Bist du glücklich? Oh, wach. So. Du, ich reagiere da ja gar nicht mehr drauf. Doch, komischerweise reagierst du da schon drauf. Oh, wach. Ich hatte ja Lied vor dem... Hör auf. Ich hatte Lied vor dem Schienbein getreten. So. Ja, nun mach die Scheiße da wieder zu. Was ist das denn für ein Stimmungswechsel? Das machen wir nicht zu. Dann baut euren scheiß ökologischen Rasen du musst aber an. Mit, du musst aber mithelfen. Ja, du hast so einen an der Marmel. Mir hilft da kein Spatenstich mit. Das ist aber doch mal eine schöne Idee. Weil wir ja sonst immer streiten und schimpfen, das ist ein bisschen ja, auch therapeutisch. Ja. Aber das ist therapeutisch, wenn wir beide was zusammen anpflanzen. Und wenn der Rasen therapeutisch. Ja, therapeutisch ist gar nichts hier mehr. Du dir das so in den Kopf gesetzt hast, dein Rasen. Guck dir mal den Rasen. Guck dir den Rasen mal an, seitdem Wilfried und ich daran arbeiten. Ja, und André. Und André. André habe ich vergessen, Entschuldigung. Ja. Seitdem Wilfried, André und ich an dem Rasen hier arbeiten, sieht der. Ja, du lässt auch ja keinen mehr drauf. Wird ja alles abgesperrt, bei mir lässt sie alle drauf. Ich dachte, wir machen ein bisschen Hand in Hand. Therapie, oh wow. Ein bisschen Rasentherapie. Du hast gleich das au revoir. Hast du gleich so. Ich habe keinen Bock mehr, das au revoir zu schreien. Oh, wow. Lass es. Wie gefällt dir das denn besser? Gefällt dir besser au revoir? Oh, wow. Oder ein bisschen mehr Betonung? Nee, mir gefällt das gleich besser, wenn meine Faust bei dir in der Nase steckt. Ein Ton noch mit dem au revoir. Dann flippt der Udo komplett aus. Dann wickle ich dir sämtlichen Eichenbäume, die hier um den Platz stehen, ziehe ich dir dann durch die Ritze und das kommt oben wieder raus. Jetzt lass es. Und noch tiefer. Ja, ich hab da Nasen, Liane. Udo, ich will einfach nicht, was machst du denn hier? Du willst doch irgendwas machen. Ja, wir müssen das zusammen machen. Wilfried, nee. Wilfried will nach Hause. Ach so. Ey, seid ihr beiden eigentlich noch ganz dick? Ihr fangt da irgendwas an und ich soll's wieder zu Ende führen, oder wer? Einer muss mit dem Trecker los. Ja, einer muss mit dem Trecker los. Die beiden Brüder von Heim Annel, Liegentransport. Das ist schon eine coole ja, Idee. Wenn du und möchtest du mitmachen bei dem Projekt oder möchtest du dich querstellen? Ich stelle mich sowas von quer, da kannst du aber hinkommen. Möchtest du bei dem Projekt mitmachen oder nicht? Ich hab's dir gesagt, ich stelle mich quer. Nein. Und wenn ich mich querstelle, dann stelle ich mich Und was ist, wenn der große Ruhm kommt und der Vorstand und das ganze Dorf, ganz, das ganze Land Niedersachsen sich bei uns bedankt, Wilfried und ich im goldenen Buch von Lea aus Friesland eingetragen werden, weil wir... Was ist? Goldene Buch. Wilfried und ich kommen ins goldene Buch von Lea, werden ausgezeichnet vom Land Niedersachsen, kriegen eine Statue. Natürlich kriegt ihr beide Statue. Und dann bist du traurig, dass du nicht mitgemacht hast. Nee, weißt du, was ich noch mache? Ich spende den Kugelschreiber, wo ihr euch noch mit eintragen müsst. Ihr könnt noch mal nicht mal auf Toilettenrolle schreiben. Mir einfach ein goldenes Buch erzählt. Toilettenrolle, höchstens. Und den richtigen Rasen in der Hand gehabt, dann und hier eine auf Wissenschaft machen. An euch beiden jetzt will ich, der oberste Schule von Professoren vorbeigauen. Ich hab keinen Treckerschlüssel, ich kann keinen Trecker fahren. Du musst den Scheiß da hinten drauf packen und so. Na, aber nicht heute. Doch, ich kann das doch nicht die ganze Zeit da liegen lassen. Ja, das lass mal ein bisschen dann sag ich zum Vorstand, das warst du. Ja, das war mir klar. Das brauchst du nicht sagen, das wissen die schon, dass ich das nicht war. Das würde ich so nicht sagen. Das wissen die. Heute Abend ist Vorstandssitz. Ja und? Und dann gehe ich da hin und sage, guck mal, Udo hat da hinten schon wieder irgendwas ausgegraben. Dann werde ich hierher kommen und sagen... Stopp. Na dann. Dir wächst ein Chamäleon aus der Nase. Ich hau dir gleich, du bist so... Das räumst du jetzt weg. Wir machen das da. Das räumst du jetzt sofort weg. Du musst wirklich helfen. Das ist eine geile Idee. Du wirst uns danken, wenn wir nachher richtig geilen Kunstrasen haben. Ey, weißt was? Wenn, Udo, wir züchten jetzt. Ey, weißt du, wann ich dir danke? Wenn du,
endlich mit so Blödsinn aufhörst. Wir machen das jetzt wirklich nicht so. Nicht wir, du! Du musst mir da ein bisschen bei helfen. Bitte! Ich bitte dich darum, mich zu helfen, Mir zu helfen. Mich heißt das Udo. Mich zu helfen. Nein, mir heißt das Udo. Ey, bring mich jetzt noch durcheinander, dann hau ich dich gleich durcheinander. Nein, braucht doch jemand, der mit dem Trecker den Scheiß da wegfährt. Das werde ich heute nicht wegfahren, das regnet gleich. Schmeiß deinen Trecker an, oh, wach, und dann machen wir hier fertig. Ich hau dir gleich drauf, wach. Ich dachte, du reagierst da nicht mehr drauf. Nee, wollte ich auch nicht, aber ich kann's nicht hören. Dings da, warum müssen wir uns sowas antun? Spaß haben. Ja, Spaß haben, das ist aber kein Spaß, Wilke. Du bist ja momentan auf dem Trip, das ist nicht normal. Du bist auf dem Rasenfitter-Schiss geworden. Udo, denk daran, ne? Ja, Müllwagen. Und wer soll die ganze Scheiße jetzt wegkommen? Du mit dem Trecker. Ja, dann muss ich das jetzt alles anbauen. Also so Blödsinn. Udo, wenn wir das jetzt wieder so lassen, dann passiert hier wieder wochenlang gar nichts. Ja, Wilke, aber du warst doch viel zu groß dann jetzt. Das musst du doch mähen können. Du hast ja nur 4 Sack mitgebracht, da reicht so ein Stück denn. Das reicht schon, vertraut. So, komm her, da werde ich mit dir. Um was? Um das Götze aus friesischer Eis, was es hier in Deutschland in Ostfriesland gibt. Ja. Ja, hau rein. So. 4 Sack. Du weißt, du hast es eingeklatscht, ne? Ja. Du weißt schon, dass wir da hinten noch Mutterboden haben und Füllsand. Du und wolltest das damit machen! Das ist nur die Deckschicht ganz oben. Angefüllt wird es mit dem Rest. Fahren wir zur Eisbude? Nee, du musst erst noch das Eis ausgeben und dann bin ich dran. Mir reinlegen gibt's nicht, weil ich habe das letzte Eis gewonnen, das du noch nicht bezahlt hast. Also sind wir jetzt auf dem Gleichstand. Aber das war auch ja nicht vorher gemacht, dass du das sagst, das mit Butterbohnen und das. Du musst ihm bitte jetzt den Trecker holen. Dann müssen wir den ollen Scheiß hier wegschluren. Und dann sehen wir das auch noch an und so. Dann machen wir heute noch schön fertig. Udo, gemeinsam Zeit verbringen, Spaß haben, Oma. Ja, machen wir. Ich hole den Trecker raus. Ich reagiere jetzt gar nicht mehr drauf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Gehirns ist scheiße. Ihr habt genau 2 Minuten Zeit, die Garage aufzumachen. Und wenn ich nicht aufkomme, gehe ich nach Hause. Da kann ich die Scheiße selber mit der Schiebkarre wegfahren. Udo! Nein! Wie willst du nach Hause kommen, wenn wir die Garage nicht aufmachen? Wenn ich den Trecker anschmeiße und rückwärts rausfahre, dann kannst du aber hinkommen, dass die aufgeht. Dann weg! Tschüss, Wilfried! Tschüss, hau auf. Wollen wir jetzt anfangen oder nicht? Ja. Ja, dann fang an. Guck mal, wie geil ich das gemacht habe. Ja, dann fang an zu schaufeln. Und du musst aber das schon mal da hinten reinschmeißen. Doch, du sollst das da reinschmeißen. Ich fahr doch nicht doppelt und dreifach. Ja, aber das muss doch trotzdem weg. Nee, das kann man anschließend wegmachen. Hä? Wenn ich das wegfahre, schmeißt du das wieder hin. Richtig? Richtig, aber so, jetzt wenn du dir jetzt eine Schaufel nimmst, Udo, dann schmeißt mir das doch gleichzeitig da rein und das da gleichzeitig rein. Nein, du schmeißt jetzt das da rein jetzt. Was bist du auf den Wurm getreten? Oh. Was war das denn? In Ostfriesland gewittert. Ich hab's dir gesagt, das Unwetter. Udo! Wir machen jetzt einen harmonischen Aufnahme, wie wir beide das da machen alles. Ja, schön. Ich hau dir die Mistgabel gleich harmonisch um die Ohren. Da kannst du aber hinkommen. So blöd. Ich dachte, du freust dich, wenn wir das machen. Ja, komm her, mein Junge. Wir machen das harmonisch. Komm her, wir wollen das harmonisch machen. Komm hier endlich her oder soll ich die ganze Scheiße... Ja, ich muss die Kamera da eben aufstellen. Deine Pommesarme hast du auch nur dafür, dass dein T-Shirt nicht runterfällt. Und dein neues Hemdchen. Arbeiterjacke. Ja, Arbeiterjacke. Noch nicht dreckig geworden. Also ich finde, das ist ein flotten Flanellhemd, oder nicht? Ja. Wie lange wollen wir hier noch beisitzen? Du wolltest die Sachen da erst reinschmeißen. Du wolltest die Sachen hier rausstechen. Schmeiß dein
Scheiß wieder rein. Aber das ist doch eine schöne Idee. Ja, ist eine Also ein bisschen Spaß macht das aber. Ja, sei mal ganz ehrlich. Ja, ich bin, also mir macht das so viel Spaß, ich könnte vor Blitzkopf laden. Weißt du, was das heißt, Blitzkopf? Ja. Was heißt das denn? Sag den Zuschauern das, ich weiß das, was es das heißt. Ja, ich kann für Glücklichkeit lachen. Blitzkopf. Ich finde, das ist eine schöne Sache, dass wir sowas mal zusammen machen. Ja, ich finde das auch schön, dass wir harmonisch zusammenarbeiten. Ich finde das so harmonisch. Ja, harmonisch jetzt eher nicht, harmonisch. Auf Wege musst du mich jedes Mal verbessern. Ob das jetzt harmonisch oder harmonisch oder... Ja, ist schon ein kleiner Unterschied. Bei Udo und mir geht auch Teamarbeit. Natürlich Teamarbeit. Das haben wir jetzt gezwungen, werde ich Teamarbeit zu machen. Weil das aber dafür machst du gut Teamarbeit. Ja. Das ist doch irgendwie schon eine schöne Sache. Ja, die Idee auf sich ist ja nicht verkehrt. Aber doch nicht hier. Wir haben jetzt gemeinsam die alte Grasnarbe entfernt. Weil wir wollen ja was ganz Neues züchten, Udo. Machen du wir. Doch jetzt. Du willst. Nein, wir machen das doch zusammen. Ja, aber das ist doch dein Rasen, den du züchten willst. Der heißt aber Udo. Ja, weil du jetzt einen Namen brauchst. Füllen das Ganze jetzt gleich mit schönen neuen Mutterboden an. Dann Blumenerde. Und dann kommt diese doppelt ummantelte, nährstoffgefüllte Rasensaat auf diese Fläche. Und dann züchten wir uns hier richtig tollen Rasen, den wir austauschen können, falls auf dem Hauptplatz was kaputt geht. Und ich finde die Idee echt toll. Ja, die Idee ist super. Ich bin so begeistert von dir. Ich sag dir, ich bin so begeistert. Ich bin so glücklich, dass du auf die Idee gekommen bist. Nur du. Also Willi, du bist wirklich ein riesen Gartenexperte, Rasenexperte, Garten hier nicht. Hier ist ja schon wieder eine halbe Kokosnuss aus der Nase gefallen. Ja, schön für die Kokosnuss. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das sieht nach Regen aus. Ja, was habe ich vor 20 Minuten gesagt? Aber nee, ich habe dir nie recht. Wenn ich sage, es regnet, dann regnet es zu 88%. Das ist perfektes Rasenseewetter, Udo. Wir haben nun mit frischen Mutterboden eine schöne Deckfläche gemacht. Und nu kommt die Blumenerde. Und dann sehen wir den Samen. Du hast einen Samen. Wir haben nun hier eine wunderschöne Oberfläche aus Mutterboden und Blumenerde geformt, um gleich die Rasensaat dem Erdboden zuzuführen. Jawohl, Herr Professor. Manch einer oder manch einer mehr oder ganz viele mögen jetzt vielleicht meinen, wir haben voll einen an der Klatsche, das haben wir vielleicht auch, aber ich finde das eine geile Idee, ey. Wa? 98% sagen, ich nicht, aber du hast einen an der Klatsche. Liebe Zuschauer, wer meint, dass wir einen an der Klatsche haben, schaut einfach mal unter den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare, ihr Verrückten. Wir sehen mit der Hand und mittlerweile habe ich festgestellt, mehr ist mehr, nicht weniger ist mehr. Also wirklich unfassbar viel draufhauen und jede Stelle meinetwegen zehnfach mit dem Samen besamen oder benetzen. Ey, du hast sowas von der, also von dem Schuss nicht gehört. Weil dann nicht immer alle von Keim. Und dann kannst du besser mehr machen, weil sonst ist die Hälfte wieder nicht am Keim und dann sieht der Rasen aus wie deine Frisur. So einen Rasen hast du noch nicht gesehen, Udo, wenn das fertig ist. Ich darüber nachdenke, dass du sowas im Internet stellst. Ja, aber ist doch schön. Ja, natürlich. Udo, du kippst die Hälfte vorbei. Ja. Was hast du da denn gemacht? Ja, das ist ja eh angehakt. Ja, dann tut man immer so, als hätte du es aus Versehen gemacht. Ja, natürlich, ich muss auch besamt werden, oder was? Du musst besamt werden. Udo klopft jetzt mit seinem Puddinglöffel das Ding fest, weil, wenn wir mit der Walze drauf fahren, passiert was? Ja, die Reifen, die drücken dann weg. Genau. Das wird richtig geil, ey, wirklich. Das wird richtig, richtig geil, ey. Das wird so geil, ey. Das wird richtig geil, ey. Ey, jetzt hör auf mit deinem Geil, also wenn ich das höre. Sag mal, wer macht die Schläuche eigentlich so? Reg dich doch nicht auf. Ich kann mich aber gleich aufregen, weil das alles durcheinander ist hier. Gegen den Hals. Wo willst du hin? Ich gehe jetzt in Süßladengeschäft, hol mir eine Limonade und das ist mein Strohhalm, dass ich meine Limonade trinken kann. Was kannst du blöde Fragen stellen? Was machst du da?
Ich suche den Limonadenanschluss. Natürlich Wasseranschluss. Ich brauche jetzt im. Wieso suchst du den? Du bist hier seit 7 Jahren Platzwart. Ich habe den noch nie benutzt. Du hast einen Knoten auf dem Schlauch. Und du hast einen Knoten im Gesicht. So, dein biologischer Rasen ist jetzt angefeucht und jetzt kann er wachsen. Der ist doch Wahnsinn. Bei dir, Wilke, geht in alle Fälle Bach runter. Echt. Künstlichen Rasen. Das Ding hier lassen wir jetzt schön fleißig wachsen. Und dann haben wir hier schön gezüchteten Rasen. Richtig, Udo? Ja. So, jetzt lass die Scheiße wachsen. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann in den Kommentaren Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch teilen. Also, habt einen schönen Tag. Bis dann, euer Udo. So, macht die Scheiße aus, ich muss auch. Ja, keine Zeit für Udo, wir müssen Neues machen. Oh, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was soll ich denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube. YouTube. War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.